Hallo, moin moin und ein herzliches Willkommen zur siebten Lesung des Buches Kreml und Vatikan oder eben auch der Untertitel Ein Kampf um die Macht durch fünf Jahrhunderte. Und wir sind gerade in einem Teil des Buches, das heißt ja dem Ende entgegen, das geht aber noch nicht zum Ende des Buches hin, sondern es geht um Demetrius' Ende. Wir sind in einem Teil des Buches angekommen, den ich sehr wichtig finde, weil ich auch sagte, dass in dieser Aussage, die wir hier finden aus dem Tagebuch der Marina über die Zeremonien und Örtlichkeiten des damaligen Zarenhofes, was dort geschrieben steht über die Krönung von dem Demetrius. Und ich persönlich habe mich, als ich das gelesen habe, doch sehr an die Bibel erinnern müssen, an ein paar Stellen aus der Bibel. Und ich lese den Teil, den ich letztes Mal vorgelesen habe, nochmal vor. Also das ist am Ende auf Seite 70 der erste Absatz und am Anfang Seite 71 der erste Absatz. Und dann werden wir den mal ein klein wenig analysieren im Lichte der Bibel, weil das ist ja eigentlich das, was ganz wichtig ist, dass wir Dinge, die in dieser Welt passieren und Geschichte an der Bibel messen. Ja? Das ist genau wie die Beröer in Apostelgeschichte Kapitel 17 ist es, glaube ich, wo eben drin steht, dass die Beröer bessere Juden waren als die in Thessalonik, weil sie eben alles täglich an der Bibel gemessen haben, alles aus der Welt an der Bibel gemessen haben. Und wenn wir hier so eine schöne Beschreibung davon kriegen, wie die Zeremonie abgelaufen ist, Zeremonien im Allgemeinen, aber hier geht es ja jetzt um die Krönung von dem Demetrius, wenn wir da so eine schöne Beschreibung kriegen und mich erinnert das an die Bibel, dann kann ich euch ja gerne meine Gedanken mitteilen und vielleicht stimmt ihr dem zu, vielleicht auch nicht. Aber ich persönlich finde das schon sehr bezeichnend. Und zwar gehen wir hauptsächlich in das Buch Daniel hier, und zwar das Kapitel 5. Und wir gehen in die Offenbarung Kapitel 17. Das sind die beiden Dinge, die mir wirklich gleich aufgefallen waren. Also lesen wir vor. Es steht, von dem Hause, in dem Mnischek wohnte, geleitete ihn eine unzählige Zahl von Schützen bis zu den großen Galerien des Palastes, die von kostbar gekleideten Bojaren angefüllt waren. Von den Galerien aus betraten wir den Palast selbst. Der Zar saß auf dem Thron in einem von Perlen übersäten Gewande und trug auf dem Kopfe eine hohe Krone, die mit zahlreichen kostbaren Steinen geschmückt war. In der rechten Hand hielt er das Zepter. Der ganze, etwa 3 Ellen hohe Thron bestand aus reinem Golde und über ihm wölbte sich ein aus 4 Schildern kreuzweise zusammengestellter Baldachin, über dessen Kuppel sich ein Adler von großem Werte befand. Von den Säulen des Baldachins hingen 2 Troddeln herab aus Perlen und Edelsteinen, unter denen sich ein Topas von Walnussgröße befand. Die Säulen ruhten auf 2 liegenden silbernen Löwen von der Größe eines Wolfes, auf 2 goldenen Leuchtern standen Greifen. Zum Throne führten 3 Stufen hinauf, die mit Goldbrokat bedeckt waren. Zu jeder Seite des Thrones standen 2 Hofbeamte mit Streitäxten an goldenen Schäften. Sie waren in weiß-samtener Tracht, die mit Hermelin gefüttert und eingefasst waren, trugen weiße Stiefel und über der Brust gekreuzte goldene Ketten. Zur Linken des Zaren stand Dimitri Schuiski mit entblößtem Schwert in einer Kleidung aus Goldbrokat, die mit Zobelpelz befüttert war. Hinter dem Zaren stand ein Diener in reichem Kaftan, der ein Tuch in der Hand hielt. Zur Rechten des Zaren saß der Patriarch von Moskau, von dem man auf goldener Schüssel ein Kreuz hielt. Niedriger als er saßen die Bischöfe und andere geistliche Personen, hinter ihnen Senatoren und Edelleute, die auch die linke Seite des Saales füllten. So, das ist soweit bis erster Absatz, Ende Seite 71. Und ich möchte es nicht nur anhand der Bibel analysieren, ich möchte es auch gerne aufgrund von anderen Dingen analysieren. Und außerdem ist mir gerade aufgefallen, muss ich noch ein Bibelzitat hinzufügen, nämlich aus dem Buch von Ezekiel. Deswegen pausiere ich eben, suche mir das raus und dann geht's gleich los. So, ich habe die Stelle jetzt gefunden. Wir machen hier gleich weiter. Wir fangen an, den Text nochmal zu lesen und dann sage ich, an was mich das erinnert. Und wie gesagt, Bibelstellen, Offenbarung Kapitel 17, Daniel Kapitel 5, Ezekiel Kapitel 28. Und noch andere Bücher, die wir früher gelesen haben, spielen hier eine große Rolle.
Von dem Hause, in dem Mischek wohnte, geleitete ihn eine unzählige Zahl von Schützen bis zu den großen Galerien des Palastes, die von kostbar gekleideten Bojaren gefüllt waren. Von den Galerien aus betraten wir den Palast selbst. Also allein schon mal ein so großer Palast ist natürlich eine, lass uns mal sagen, andere Darstellung, kann man vielleicht so sagen, des Tempels Gottes, wie wir ihn aus altisraelitischen und altjüdischen Zeiten aus dem Alten Testament kennen. Das ist schon mal eins. Der Zar saß auf dem Thron in einem von Perlen übersäten Gewande und trug auf dem Kopfe eine hohe Krone, die mit zahlreichen kostbaren Steinen geschmückt war. Das hat mich zuerst erinnert an Offenbarung Kapitel 17, die große Hure von Babylon. Da heißt es ab Vers 3, und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von den Gräueln der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben. Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Warum erinnert mich das jetzt gerade an diesen Punkt? Es steht hier ja, die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Der Zar saß auf dem Thron in einem von Perlen übersäten Gewande und trug auf dem Kopf eine hohe Krone, die mit zahlreichen kostbaren Steinen geschmückt war. Also auch wieder diese Edelsteine, die wir auch später nochmal hier kommen. Gut, hier steht nicht bei, dass das jetzt in Rot ist, alles drum und dran. Ich überlasse das jetzt mal eurer Fantasie, in welchen Farben das alles war, weil irgendwelche Farbe wird er ja angehabt haben. Und es geht ja auch um den Zar in Russland, es geht nicht um den Papst, nicht um den Antichristen, aber es geht um denjenigen, der sich hier Gott gleich machen will. Das war ja seine Forderung an den Papst, wie wir gelesen hatten. Ja, dass er außer Gott keine Autorität vor sich akzeptiert, dass er also mit anderen Worten hier dem Papst, dem Antichristen, Konkurrenz macht, um es mal ganz flach zu sagen, und dass er eben auch ihm nacheifert in dem, wie man hier die Reichtümer sieht, die hier zur Verfügung gestellt werden. In der rechten Hand hielt er das Zepter. Der 3 Ellen hohe Thron bestand aus reinem Golde. Eine Elle ist also so groß wie unser Unterarm. 3 Ellen, das ist fast 1 Meter hoch. Aus reinem Golde. Und über ihm wölbte sich ein aus 4 Schildern kreuzweise zusammengestellter Baldachin, über dessen Kuppel sich ein Adler von großem Wert befand. Ein Adler haben wir gelernt in dem Buch von Herrscher des Bösen. Stellt im Mystizismus, also in der esoterischen Lehre, das Kalb da, vor dem angebetet wird. Ja? Also Kalb heißt wieder Götzenanbetung. Und ein Adler natürlich mit seiner Kraft und allem drum und dran. Aber vor allen Dingen eben hier das goldene Kalb. Ein Adler steht für das goldene Kalb. Idolatrie. Von den Säulen des Baldachins hingen 2 Troddeln herab aus Perlen und Edelsteinen, unter denen sich ein Topas von Walnussgröße befand. Ein Topas von Walnussgröße, das hat mich jetzt erstmal gebracht auf Hesekiel Kapitel 28. Das hatte ich ja damals mit Michael während der satanischen Medienagenda oft genug gelesen. Da steht ab Vers 13, das ist hier die Weissagung über den Fürsten von Tyros, der ja im Grunde eine Darstellung des Teufels ist, ja, des Luzifer, des gefallenen Engels. Da steht hier ab Vers 13, in Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, ja, Topas haben wir die Troddeln aus Perlen und Edelsteinen, unter denen sich ein Topas von Walnussgröße befand, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten, also hier geht es um Musikinstrumente, waren bei dir am Tag deiner Erschaffung, wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja? Ein gesalbter, schützender Cherub. Das erinnert mich an, das ist jetzt bei Hesekiel.
Es gibt noch eine andere Stelle hier, die wir gerade gelesen haben. Da stand hier zum Beispiel, zu jeder Seite des Thrones standen zwei Hofbeamte mit Streitäxten an goldenen Schäften. Streitäxte an goldenen Schäften, das erinnert mich an die Fasci, ja? Das römische Machtsymbol, das ihr ja kennt, diese Lektorenbündel, die ja auch einen Axtkopf oben haben. Ja? Sie waren in weißsamtener Tracht, also die Hofbeamten, die mit Hermelin gefüttert und eingefasst waren, trugen weiße Stiefel und über der Brust gekreuzte goldene Ketten. Also weiß ja immer die Darstellung der Unschuld. Ne? Natürlich, so muss man sich darstellen, eben wenn man gerade voll Sünde ist. Zur Linken des Zaren stand Dimitri Schuiski mit entblößtem Schwert in einer Kleidung aus Goldbrokat, die mit Zobelpelz gefüttert war. Hinter den Zaren stand ein Diener in reichem Kaftan, der ein Tuch in der Hand hielt. Zur Rechten des Zaren saß der Patriarch von Moskau, von dem man auf goldener Schüssel ein Kreuz hielt. Goldene Schüssel erinnert mich hier an den goldenen Becher. Den goldenen Becher aus Offenbarung Kapitel 17. Wir lesen in Kapitel 17 eben, nochmal zur Erinnerung, die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln der Unreinheit ihrer Unzucht. Hier in diesem Fall ist es kein Becher von Unreinheit, hier ist es eine Schüssel mit einem Kreuz darin, also ein Symbol, das für das Christentum stehen soll, wobei das Christentum selbst hier keine Symbole hat, aber das wird hier so dargestellt. Das ist auch ein Gräuel. Das Kreuz in der Hinsicht hier als ein Idol zu halten, ist ein Gräuel. Ja? Und dann der nächste Satz ist auch nochmal ganz wichtig. Da steht nämlich, niedriger als er saßen die Bischöfe und andere geistliche Personen. Das heißt also, hier erhebt sich die weltliche Macht über die geistige Macht. Genau das, was eben der Papst andersrum findet. Ja? Der große Unterschied eben auch zwischen der West- und der Ostreligion oder zwischen dem östlichen Staatsverständnis und dem westlichen Staatsverständnis. Im westlichen Staatsverständnis, also im Staatsverständnis des Antichristen, des Papstes, ist eben die geistige über der weltlichen Macht. Und hier sitzen die geistigen Personen, die geistlichen Personen, Bischöfe und andere geistliche Personen, unter den weltlichen Herrschern. Also werden von ihnen beherrscht. Dahinter sitzen Senatoren und Edelleute, die auch die linke Seite des Saals füllen. Also ich versuche jetzt mit diesen drei Stellen, die wir hier jetzt besprochen haben, vor allen Dingen eine Stelle fehlt ja noch, mir fehlt ja noch Daniel, weil es steht hier ja, die Säulen ruhten auf zwei silbernen Löwen, zum Throne führten drei Stufen mit Goldbrokat, zu jeder Seite des Thrones standen zwei Hofbeamte, zur Linken des Zaren stand Dimitri, der dieses Schild hatte, dieses Schwert hatte. Und dann stand hier doch auch noch was von Gefäßen irgendwo, warte mal. Von den Galerien aus betraten, der Zar saß auf dem Thron in einem von Perlen übersäten Gewande und trug auf dem Kopf eine hohe Krone, in der rechten Hand hielt er das Zepter. Von den Säulen des Baldachins hingen zwei Trotteln, die Säulen ruhten auf zwei silbernen Löwen, von der Größe eines Wolfes, zum Throne führten drei Stufen, zu jeder Seite des Thrones und so weiter. Zur Linken des Zaren stand Schuiski mit entblößtem Schwert, der Kleidung Goldbrokat, die mit Zobelpelz gefüttert war. Hinter dem Zaren stand ein Diener in reichem Kaftan, der ein Tuch in der Hand hielt. Zur Rechten des Zaren saß der Patriarch, dem man auf goldener Schüssel ein Kreuz hielt. Ich finde das jetzt hier jetzt nicht gerade wieder. Das ist ein Stück weiter unten. Da steht, in der Galerie vor dem Speisesaal standen eine Menge goldener und silberner Geräte. Unter anderem sieben silberne Fässchen mit vergoldeten Henkeln, so groß wie Heringsfässchen. Das ist ein Text, den kommen wir gleich noch besprechen. Aber genau dieser Text erinnert mich an, wenn wir in Daniel Kapitel 5 gehen und wir besprechen in Daniel das Fest, das der König Belsasar, ja, der Nachfolger von Nebukadnezar, hier hält,
Wo wir ja wissen, dass das hier steht, während er sich König Belsasar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsasar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße hereinbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße hereingebracht oder herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold, die Götter aus Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Und dann kommen wir ja ein Stück weiter unten hin, genau zu der Stelle, wo Daniel dann eben die Erklärung gibt von der Hand, die an die Wand ja geschrieben hat, Mene Tekel Upharsin, oder was in Deutsch, ja, Mene Tekel Upharsin, wie es in Deutsch heißt. Da steht also ab Vers 22 in Daniel Kapitel 5, du aber Belsasar, sein Sohn, also der Sohn von Nebukadnezar, hast dein Herz nicht gedemütigt, wie sein Vater das getan hat, der sich ja später zum wahren Glauben, möchte ich mal so ungefähr bestimmen, doch bekehrt hat, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. So, wieder ein Gleichnis hier, einerseits des Antichristen natürlich, aber andererseits auch hier von dem Zaren, sicher bei dieser Krönungszeremonie. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Und deswegen, gut, die Stelle mit dem Speisesaal, die kommt gleich noch. Deswegen hat mich das, was wir gerade eben gelesen haben, an diese drei Bibelstellen erinnert. Und ich sage, für mich hat sich da vor dem Geiste ein Bild geformt, dass ich sage, ich sehe in dieser Krönung jetzt Dinge aus der Bibel, die ich hierin erkenne, womit die Bibel eben die weltlichen, heidnischen Herrscher beschreibt, Mysterium Babylon zum Beispiel, ja, oder eben auch den König Nebukadnezar, oder eben auch wie in Hesekiel der König von Tyrus da beschrieben wird. Und eben diese drei Personen, die alle gegen Gott sind, werden hier beschrieben mit Edelsteinen, mit Gold und Purpur und Scharlach. Okay, Purpur und Scharlach haben wir hier nicht, aber dafür haben wir Weiß hier, was ja im Göttlichen natürlich für Reinheit steht, für Unschuld steht. Aber das maßen die sich hier an, weil der Dimitri Schuiski mit Goldbrokat und Zobelpelz gefüttert und die Hofbeamten, die sind ja in Weiß, Samt und Tracht, sind ja keine unschuldigen Vertreter des Gottes des Himmels. Ne? Das müssen wir ja eben auch verstehen. Und deswegen hat sich bei mir halt dieses Bild geformt. Ich sage von, guck mal, diese drei Bibelstellen, daran kann ich das hier erkennen. Und das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass, ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, ihr kennt ja den Richard Bennett, der hat ja auch oder da habe ich auch das Video von auf meinem Kanal, so glaube ich in Deutsch, von seiner Bekehrung. Richard Bennett war ja damals beim Zweiten Vatikanischen Konzil, das war ja zur Zeit des Schreibens dieses Buches, anwesend da in Rom, und als er da von dem Balkon aus oder was auch immer, wo er da oben stand, die Kardinäle und die Bischöfe hat auf den Petersplatz strömen sehen, in Rot und in Scharlach, also in Scharlach und Purpur besser gesagt, da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, dass er darin auf einmal die Offenbarung erkannt hat und erkannt hat, in welcher Kirche er eigentlich dient. Und so wie er halt dieses geistige Bild da hatte mit dem, was da passiert ist, so hatte ich das geistige Bild hier bei dem Lesen, und das wollte ich halt gerne mit euch teilen. Vielleicht stimmt ihr mir dazu, vielleicht stimmt ihr mir da nicht zu, aber ich probiere immer die Dinge in dieser Welt, und diese Zarenkrönung ist ja eine Sache aus dieser Welt, zu messen an, was die Bibel sagt, und ich habe da halt diese biblischen Bilder vor mir, deswegen diese Erklärung von mir, aber jetzt gehen wir weiter im Text.
Ja, der Autor fährt fort und sagt, Mlyscek küsste dem Zaren die Hand und hielt eine Rede, die ihn so rührte, dass er wie ein Biber weinte, während er immer wieder zugleich mit einem Tuch seine Augen trocknete. Für den Zaren antwortete der Gesandte Wlasjew. Darauf nahm Mlyscek einige Schritte vom Thronplatz, seine Freunde setzten sich auf die Bänke und zwischen ihnen durch begaben wir uns zum Zaren, um ihm die Hand zu küssen. Also, das ist auch etwas, was mich jetzt wieder an den Papst erinnert, ne? Die Hand küssen. Nachdem diese Zeremonie vorüber war, bat Demetrius Mlyscek zu sich zu Tisch, während Basmanow seine Freunde einlud. Als er den Palast verließ, begegnete Mlyscek dem Patriarchen, der, nachdem er ihn und seine Verwandten begrüßt hatte, ihm das Kreuz zum Kuss bot, ihn aber nicht segnete. Hinter der Geistlichkeit folgte der Zar, den Bojaren unter den Armen führten. Das erinnert mich an, wie der Papst in seiner Sedia getragen wird. Vor ihm trug man den Reichsapfel mit einem Kreuz. So begab man sich in die Kirche. Der Palast des Zaren ist von Holz, aber hübsch, ja prächtig. Die Türschlösser in ihm sind vergoldet. Einige der grünen Öfen haben silberne Gitter. In der Galerie vor dem Speisesaal standen eine Menge goldener und silberner Geräte. Wie gesagt, Daniel Kapitel 5 mich erinnert an das Festmahl des Belzazar. Und unter anderem 7 silberne Fässchen mit vergoldeten Henkeln, so groß wie Heringsfässchen. Das ganze Tischgerät ist von Gold. Der Speisesaal hat eine Tapete von blauem persischen Stoff. Die Vorhänge an Fenstern und Türen sind von Brokat. Den Thron bedeckte ein schwarzer Stoff, der mit silbernen Sternen ausgenäht war. Der Zar saß an einem besonderen Tisch von vergoldetem Silber, über den eine mit Gold ausgenähte Decke gebreitet war. Zu seiner Linken saßen an einem anderen Tisch Mlyscek und seine Freunde. Und an einem dritten Tisch, der dem Zaren gegenüberstand, setzte man uns paarweise mit den Russen. Teller gab man uns nicht. Sie erhielten nur 4 Pane und auch das nur, wie Demetrius sagte, wieder den Brauch. Zur Rechten des Zaren saßen die Senatoren. Wasser wurde nicht gereicht. Aus einem silbernen Gefäße von Manneshöhe ergoss sich durch Kräne Wasser in 3 Schalen, aber niemand wusch sich die Hände. Der ganze Saal war bis zur Höhe der Decke mit größtenteils goldenen und silbernen Tischgerät angefüllt, das Löwen, Drachen, Einhörner, Hirsche, Greifen, Eidechsen, Pferde und Ähnliches darstellte. Als wir Platz genommen hatten, brachte man, es war Freitag, das aus verschiedenen Fischen bestehende Essen. Freitag ist ja der sogenannte Fastentag, da muss man sich ja in der katholischen Kirche des Fleisches enthalten. Deswegen hier, man brachte verschiedene Fische, aus verschiedenen Fischen bestehend das Essen. Man stellte erst Schüsseln mit einem Fischgericht den Tisch entlang auf, so dass die eine Schüssel von der anderen nicht weiter als eine halbe Elle entfernt war. Nachdem der erste Gang fortgebracht war, folgte ihm in derselben Weise der zweite, dritte und so weiter. Auf den Tischen stand kein Brot. Als wir aber Platz genommen hatten, schickte der Zar jedem von uns ein großes Stück Weißbrot, aus dem wir uns Teller formten. Die Mahlzeit währte mehrere Stunden. Man reichte auch sehr viel auf verschiedene Weise bereiteten, sehr schmackhaften Kuchen. Endlich kamen auch die Getränke an die Reihe. Der Zar trank zuerst auf das Wohl Mlyscek's, dann auf das seiner Verwandten. Uns wurde aus zaristischer Gnade je eine Schale Wein gereicht. Dann stellte man in goldenen Gefäßen eine Menge Met, gesüßtes Bier und andere Getränke auf den Tisch. Man bedient am Tisch des Zaren ohne Verbeugung. Ja, die Bedienten nehmen nicht einmal die Mützen ab, sondern neigen nur leicht das Haupt. Nach der Mahlzeit gab es kein Dessert. Man brachte nur eine große Schüssel mit Pflaumen herein, die der Zar als Zeichen seines Wohlwollens eigenhändig unter die Bedienten verteilte. Ende dieses Zitats. Wir haben diesen für unsere Darstellung unverhältnismäßig langen Bericht gebracht, weil er, wie gesagt, die Schilderung eines der Beteiligten enthält.
Diese Darstellung soll einen Begriff von dem Verlauf der folgenden Feste vermitteln, die den Gegnern des Demetrius und der Polen willkommenen Agitationsstoff lieferten. Marina weilte vor ihrem Einzug in Moskau zunächst vom 9. bis 11. Mai 1606 in einer eigens errichteten prächtigen Zeltstadt vor den Toren Moskaus. Hier empfing sie die zahlreichen zugedachten kostbaren Geschenke. Die von Demetrius nach Moskau berufenen Luxuswarenhändler und Juweliere aus Krakau fanden willkommenen Absatz ihrer Erzeugnisse. Am 12. Mai 1606 fand dann endlich der feierliche Einzug Marinas in Moskau statt. Es wurde dabei ein noch nicht erlebter Prunk und Pomp entfaltet. Der Russe Muchanow hatte die Augenzeugenberichte des Konrad Busso, des Massa und der polnischen Gesandten veröffentlicht. Panthenius hat auch diese Berichte benutzt und zusammenfassend das Folgende geschrieben. Man hatte eine neue Brücke über die Moskwa geschlagen. Auf der Wiese am Fluss erhoben sich zwei große, üppig ausgestattete Zelte, vor denen die Braut empfangen werden sollte. Zu ihnen begaben sich die russischen Großen, deren Sättel vergoldet und deren Zügel mit Edelsteinen bedeckt waren. Der Galawagen, in dem Marina ihren Einzug halten sollte, war einschließlich der Räder vergoldet und mit Goldbrokat ausgeschlagen. Die Kissen in ihm waren mit Perlen besetzt. Auf dem Baldachin saß ein kleiner Neger, der mit einem von vergoldeter Kette gehaltenen Affen spielte. 12 weiße, schwarze getüpfelte Pferde bildeten das Gespann. Von der ausländischen Leibwache ritten Hartschierer zu Pferde vor dem Wagen her, während je 100 Hellebardiere ihn rechts und links flankierten. Als der Wagen vor den Zelten hielt, ritt Fürst Mstislawski der herankommenden Marina entgegen und begrüßte sie im Namen des Zaren. Sie kam ihrerseits in fürstlicher Pracht. Vor ihrem Wagen wurden von gefangenen Türken Reitpferde geführt. Die Mähnen von Schwänze der 8 Grauschimmel, die den Wagen zogen, waren rot gefärbt. In 14 Wagen folgten ihr die Damen ihres Gefolges. Marina bestieg den Galawagen und der endlose Zug setzte sich in Bewegung. Mal eine kurze Unterbrechung. In 14 Wagen folgten ihr die Damen ihres Gefolges. Das erinnert mich so an, wenn man diese Sitcoms in Amerika der letzten Jahre sich mal anschaut, wenn die da irgendwo eine Heirat haben, mit diesen ganzen Brautjungfern, die da immer bei sind. Ne? Also, das ist auch nichts Neues. Wir sehen, wo dieser Brauch damals hier schon war. In 14 Wagen folgten ihr die Damen ihres Gefolges. Also, wie die Brautjungfern das heute immer noch tun. Ne? Marina bestieg den Galawagen und der endlose Zug setzte sich in Bewegung. Er bot ein malerisches Bild, denn an den Lanzen der polnischen Herren flatterten Wimpel in allen Farben, wie denn auch in den Gewändern der Herren und Damen alle Farben vertreten waren. In der fantastischen Weise der Zeit war ein Teil der Polen als antike Krieger ausstaffiert mit Schilden und Köchern. Andere vornehme Polen hatten an den Sätteln hohe Flügel, als ob sie auf geflügelten Pferden ritten. Man kann Massa wohl glauben, dass die Straßen aussahen wie Blumenbeete, voll der schönsten und mannigfaltigsten Blumen. Marina selbst trug ein nach französischer Mode gefertigtes Gewand von weißer Seide, das über und über mit Edelsteinen bedeckt war. So bewegte sich der Zug durch die Straßen der Stadt über den Roten Platz in den Kreml, wo Marina zunächst in dem Vosnesschen Frauenkloster bei ihrer, zwischen Anführungszeichen, Schwiegermutter abstieg. Ende Zitat. Die von Demetrius erkorene Braut war von zierlicher und schlanker Gestalt. Sie besaß üppiges schwarzes Haar und regelmäßige edle Gesichtszüge. Sie war, wie die Polen in ihrer Zeit, hochfahrend, vergnügungssüchtig, verschwenderisch und leichtsinnig. Vermutlich hat sie die leidenschaftliche Liebe des Demetrius nie erwidert. Wäre das Unternehmen des Demetrius missglückt,
Wäre er nicht der Zar geworden, hätte sie wohl kaum in eine Ehe mit ihm eingewilligt. Aber Marina war eine eifrige, ja fanatische Katholikin. Man hatte ihr immer wieder vorgestellt, dass sie mit dieser Eheschließung die Katholisierung des ketzerischen Russlands herbeiführen könne. Dieser Gedanke beherrschte sie. Dieses Ziel zu fördern und zu erreichen, das war ihr Ehrgeiz. Darum hatte sie in diese Ehe eingewilligt. Darum ertrug sie es, ihre Zugehörigkeit zur Romkirche für kurze Zeit offiziell zu verleugnen und sich den verhassten ketzerischen Gebräuchen anzubequemen. Wie ich sagte, geistige Reservation gebrauchend, wie wir in der letzten Sendung besprochen haben. Der jesuitische Lehrsatz, wem der Zweck erlaubt ist, dem sind auch die Mittel erlaubt, rechtfertigte dieses Beginnen vor ihrem Gewissen. Ja, ihr erinnert euch, ich habe schon vor 10 Seiten das mit der geistigen Reservation gesagt, der Zweck heiligt die Mittel, und das ist eben das jesuitische, der jesuitische Lehrsatz, wie hier steht, wem der Zweck erlaubt ist, dem sind auch die Mittel erlaubt. Allerdings, fährt der Autor fort, bot ihr die sie umgebende Pracht, der ungeheure Luxus und die ihr entgegengebrachte Ehrerbietung und Unterwürfigkeit einen willkommenen äußeren Ausgleich zu dem inneren Unbehagen, von dem sie erfüllt sein mochte. Die Jesuiten konnten zwar ihre religiösen Bedenken beschwichtigen, ihre weiblichen Empfindungen, die waren nicht zu verdrängen. Selbstverständlich musste bei diesem Zug eine begeisterte Volksmenge aufgeboten werden, um als Zuschauer die Straßen zu säumen. Daher war zuvor durch Ausrufer und Herolde auf den Straßen und Plätzen Moskaus verkündet worden, dass die ganze Bevölkerung in den besten Kleidern den Einzug beizuwohnen und Spalier zu bilden habe. Ein solcher Befehl des Zaren erinnert uns an die Befehle der autoritären Regierung des 20. Jahrhunderts, wenn es galt, Staatsaktionen oder Parteiveranstaltungen einen besonderen Glanz zu verleihen und ein begeistertes Volk vorzutäuschen. Erinnert euch doch mal an die ganzen Fernsehbilder, die ihr ständig seht von China, wenn da Parteikongresse sind, oder aus den 70er und 80er Jahren, wenn man das gesehen hat, im damals Sowjetrussland und den anderen Republiken, wenn da die Parteikongresse waren, der Einheitspartei, wie das da war, wie das Volk an den Straßen gesäumt aufsteht zu den Militärparaden und jubelt. Das sind nicht alles freiwillige Idioten, das sind eben genau wie hier bereits Menschen, die den Befehl bekommen haben, dort in ihren besten Kleidern oder wahrscheinlich im 20. Jahrhundert, was ich gerade gesagt habe, oftmals sogar vielleicht in gestellten Kleidern dazustehen, Uniformen und so weiter. Und deswegen erinnert das, wie der Autor sagt, eben ein solcher Befehl des Zaren erinnert uns an die Befehle der autoritären Regierung des 20. Jahrhunderts, wobei der Zar ja wohl auch eine autoritäre Regierung war, auch wenn sie im 17. Jahrhundert war. Wenn es galt, Staatsaktionen oder Parteiveranstaltungen einen besonderen Glanz zu verleihen und ein begeistertes Volk vorzutäuschen. Ich denke, vor allen Dingen meine Zuschauer aus der ehemaligen DDR verstehen das hier Gesagte ganz besonders gut. Freilich, sagt der Autor, die Äußerlichkeiten, Fahrzeuge, Uniform, Kleidermoden, Waffen, Fahnen, Dekorationen und sonstiger Zubehör bei solchen Einzügen und Staatsbesuchen haben sich geändert. Im Wesentlichen besteht jedoch kaum ein Unterschied. Ja, wenn man dann noch bedenkt, dass dieser damals in Moskau getriebene Aufwand einen groß angelegten politischen Schwindel verherrlichen und in den Augen der Bevölkerung legalisieren sollte, dann dürfte sich der Unterschied solcher zweckgebundenen Prunkveranstaltungen von einst und jetzt noch mehr verwischen. Der Unterschied dürfte sich noch mehr verwischen. Das heißt, es gibt eigentlich keinen. Der Unterschied besteht nicht in der Methode, sondern nur in der Aufmachung und Gestaltung. Und heute, im 21. Jahrhundert, hat man dasselbe mit Sportveranstaltungen. Ich meine, wir haben heute den 20. Juni. Wenn ihr diese Sendung seht, dann ist die Olympiade schon längst vorbei. Aber denkt doch mal an die ganzen Zeremonien der im Augenblick laufenden Fußball-Europameisterschaft und der kommenden Olympiade, die ab 26. Juli oder sowas in Paris anfängt. Dann ist dieses Video noch nicht raus. Aber denkt dann halt mal zurück. Schaut euch dann diese Rituale, schaut euch dann diesen
Prunk und Pomp an, der dafür gemacht wird. Und dann versteht ihr, es besteht nicht in der Methode dieser Unterschied, sondern nur in der Aufmachung und Gestaltung. Die Eheschließung und Krönung der Marina zur Zarin fand am 14. Mai 1606 mit großem Prunk und Pomp statt. Jesuiten und Polen glaubten, ihr gemeinsames Ziel erreicht zu haben. Während sich die Jesuiten aber wenigstens äußerlich zurückhielten, benahmen sich die Polen in herausfordernder Weise und gebärdeten sich wie die Herren der Russen. Warum? Weil jetzt hier die katholischen Polen meinen, die Herren im Hause zu sein. Durch dieses provozierende Benehmen und mancherlei Ausschreitungen verletzten sie die nationalen Gefühle der Russen in wachsendem Maße. Die Empörung richtete sich aber nicht nur gegen die Polen als solche, sondern auch gegen den Demetrius, der sie ungehindert gewähren ließ. Eduard Winter urteilte sehr richtig, indem er schrieb, Zitat, das, was zur Unterstützung des Usurpators in seiner katholischen Haltung dienen sollte, führte nur zur Beschleunigung seines Sturzes. Die Krönung Marinas zur Zarin, vor allem aber ihr Auftreten, mussten aufreizend wirken. Der zahlreiche Anhang, der sie in Erwartung reicher Schätze aus der Heimat nach Moskau begleitete, benahm sich wie in einem eroberten Lande. Der Hass gegen solche Ausschreitungen des Übermuts und die Abneigung gegen die Schmach einem von einer auswärtigen Macht völlig abhängigen Thronprätendenten gehorchen zu müssen, wuchs lawinenartig an. Ende Zitat. Hier sieht man wieder einmal, dass die Politiker aus der Geschichte nichts, aber auch wirklich gar nichts lernen. Denn auch in der heutigen Zeit könnte man an zahlreichen Beispielen genügend Beweise hierfür erbringen, von dem Hass gegen solche Ausschreitungen des Übermuts, wie wir sie im Jahre 1945 in Deutschland erleben mussten. Überall soll hier noch nicht einmal gesprochen werden. Aber schauen wir uns doch an, was die Israelis mit den Palästinensern machen. Ist das was anderes? Die Fürsten Schuiski waren von Anbeginn heimliche Gegner des falschen Demetrius. Schuiski wusste ja ganz genau, dass dieser Demetrius nicht der Sohn Iwans des Vierten war, weil er den Tod des Knaben Demetrius selbst in Uglitsch festgestellt hatte. Schuiski hatte aber den Demetrius unterstützt, weil ihm dieser das Mittel bot, den Boris zu stürzen. Der Zweck heiligt wieder mal die Mittel, ne? Wenn er sich anfänglich zurückhielt, so geschah dies, wie schon gesagt, einerseits vermutlich durch einen Wink der einflussreichen Moskauer Kaufmannschaft und andererseits wegen der sich zugunsten des Demetrius entwickelnden Stimmung des Volkes. Gelang es Schuiski jetzt, den Demetrius zu beseitigen, so war für ihn als den angesehensten Rurik-Enkel der Weg zum Throne frei. Noch vor dem Eintreffen der Marina war eines Tages ein Mönch bei Demetrius erschienen, der dem Zaren ins Gesicht sagte, er sei ein Betrüger, nämlich der, seiner Meinung nach zumindest, entlaufene Mönch Otrepjew. Da Schuiski diese Identität dann amtlich festgelegt hat, obgleich, wie wir schon sahen, diese Identität unzutreffend ist, muss man wohl vermuten, dass Schuiski jenen Mönch instruiert und abgesandt hat. Er wurde natürlich festgenommen und wahrscheinlich getötet. Einige Zeit darauf entdeckte die Geheimpolizei des Fürsten Basmanow, dass Schuiski versuchte, die Moskauer Kaufmannschaft gegen den Demetrius aufzuwiegeln. Schuiski wurde vor ein ständisches Sondergericht gestellt, gefoltert und zum Tode verurteilt. Als er schon auf dem Richtplatz stand, traf ganz unvermutet seine Begnadigung vom Zaren ein. Die Schuiskis wurden für kurze Zeit verbannt. Dann wurde Schuiski selbst wieder mit allen Ehren aufgenommen und er erfreute sich erneut des Vertrauens des Demetrius. Erinnert euch das irgendwie an das Verhalten von heutigen Politikern? Erst werden sie rausgeschottet, rausgetreten und dann werden sie mit offenen Armen zurückempfangen. Denken wir doch mal an diesen
Gutenberg oder wie der hieß damals zum Beispiel, der jetzt in der Atlantikbrücke eine ganz wichtige Rolle spielt, hinter den Kulissen, dass wir es nicht sehen. Denken wir doch mal an den englischen Premierminister, der auch aus dem Amt gejagt wurde, dann als sich ein Jahr irgendwo ruhig verhalten hat und dann doch auch wieder angetreten ist und so weiter und so weiter. Ihr seht, es wiederholt sich alles, ne? Der Franzose Margaret hat berichtet, dass diese Großmut des Demetrios damals von der Bojarenversammlung missbilligt worden sei. Wenn sich der Zar tatsächlich einbildete, er könne einen so ränkevollen und gewissenlosen Mann, wie Schuiski es war, durch solche Großmut und Güte entwaffnen, so irrte er sich gewaltig. Schuiski verstellte sich, heuchelte Ergebenheit und wartete nur auf die Gelegenheit, seine Pläne auszuführen. Der Schuiski ist sehr jesuitisch, nicht wahr? Nachdem durch die Polen und die falschen Maßnahmen des Demetrios bewirkten Stimmungsumschwung im Volke, schien sich eine solche Gelegenheit zu bieten. Schuiski verband sich mit einigen gleichgesinnten Bojaren zu einer geheimen Verschwörung. Also die Verschwörungstheoretiker lernen wieder mal, dass es Verschwörungen hier bereits schon im 16. und 17. Jahrhundert eben auch gab. Ne? Das ist nicht alles irgendwie neu, das ist nicht alles irgendwie auf einmal eine Theorie. Verschwörungen gab es schon immer. Sie stehen schon in der Bibel, Psalm Kapitel 2, also der zweite Psalm. Ne? Wie heißt das jetzt hier? Wollen wir eben gucken. Ich habe ja hier die Bibel noch auf, das ist jetzt zwar aus der Schlachter, aber trotzdem, da ist es in Kapitel 2, da heißt es doch, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Verabreden sich dagegen, verschwören sich dagegen. So einfach ist das. Im Englischen kommt das noch ein bisschen deutlicher vor, aber ich hole jetzt die Schlachter eben an, weil ich keine Lust habe, das aus der König James im Englischen direkt zu übersetzen. Ja, aber man sieht doch, wie das schon immer so war. Hier lesen wir jetzt also von einer geheimen Verschwörung. Die der Krönung folgenden rauschenden Feste begünstigten diese Verschwörung zwischen Schuiski und gleichgesinnten Bojaren. Da die Aufmerksamkeit des Zaren und der geheimen Polizei dadurch abgelenkt wurde. Die Polen traten immer herausfordernder auf. Am 21. Mai 1606 entstand sogar im Kreml ein offener Streit bei einem Festessen für den polnischen Gesandten, der sich wegen der Tischordnung beleidigt fühlte. Am nächsten Tage erregte ein besonderes Fest, das für die Polen allein abgehalten wurde, großes Ärgernis. Einige Polen hatten eine vornehme russische Dame aus ihrem Wagen gerissen und versucht, sie zu vergewaltigen. Ihre begleitenden Diener hatten dies gerade noch verhindern können. Das alles sprach sich herum. In der Nacht vom 24. zum 25. Mai 1606 durchzogen erbitterte Volksmassen die Straßen Moskaus, um gegen die Polen zu demonstrieren. Die Lage wurde bedrohlich und die Polen ersuchten den Demetrios, geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. Dieses Verlangen wurde abgelehnt. Kurz darauf machte Basmanow dem Zaren Mitteilung von Gerüchten über eine neuerliche Verschwörung Schuiskis. Die deutschen Leibwachen schickten schriftliche Warnungen. Demetrios war derartig mit seiner jungen Frau und der Gestaltung der Feste beschäftigt, dass er sich nicht nur nicht darum kümmerte, sondern die Warnungen in dem Glauben, sich auf die Russen verlassen zu können, spöttisch zurückwies. Als tapferer, unerschrockener Mann nannte er die Warner verächtlich Feiglinge. Am 25. Mai 1606 empfing Demetrios den Jesuiten Savitzky in einer vertraulichen Audienz. Man wollte in Rom über den Fortgang der Dinge unterrichtet sein. Demetrios erklärte dem Jesuiten, die Unbildung der Russen müsse behoben werden und ersuchte ihn sofort, Schulen einzurichten. Dann wurde über den geplanten Kreuzzug gegen die Türken gesprochen. Demetrios sagte, er habe bereits ein Heer von 100.000 Mann aufgestellt. Er verlieh seiner Empörung Ausdruck, dass der polnische König Sigmund ihm den Kaisertitel verweigert habe.
Ja, er sagte sogar, er könne sein aufgestelltes Heer auch gegen einen anderen Feind einsetzen. Kleine Bemerkung von mir, ist das eine Bedrohung hier jetzt Richtung Rom? Es konnte in diesem Zusammenhang nicht bezweifelt werden, dass Polen dieser Feind wäre. Und da Polen ja die Zwischenfigur zwischen Russland und dem Vatikan ist, ist das ein Angriff auf Polen eigentlich genauso wie ein Angriff auf Rom, nicht wahr? Die Polen hatten diese Rüstungen schon misstrauisch beobachtet. Die Verschwörung der Schuiski bestand nur aus wenigen Mitgliedern. Man musste mit Basmanow und seiner geheimen Polizei rechnen, die schon immer in Russland besonders gut organisiert gewesen ist. Zwar fühlte sich das russische Volk durch die Maßnahmen des Demetrios in seinem religiösen und nationalen Empfinden verletzt, dennoch sah man in althergebrachter Weise in dem Zaren den Statthalter Gottes, also genau wie die römischen Katholiken im Papst den Statthalter Gottes sehen, gegen den sich kein Russe erheben dürfe. Kein Katholik kann sich gegen den Papst erheben. Genau dasselbe System. Deswegen, man kann nicht zwei Herren dienen, können diese beiden Systeme nicht nebeneinander existieren. Außerdem hatte seine Leutseligkeit dem Demetrius in der Moskauer Bevölkerung persönliche Sympathien verschafft. Das jetzt missbilligte Verhalten schien dem Volke nur durch die Schuld der Polen herbeigeführt zu sein. Dabei beabsichtigten die Verschwörer, diesen Hass des Volkes gegen die Polen zu benutzen, um den Aufstand zu entfachen. Loderte dieser erst einmal empor, so konnte man ihm die Richtung geben, die man brauchte, um den Demetrius zu beseitigen. Die Verschworenen verbreiteten ein Gerücht, das besagte, der Zar sei von Polen bedroht. Die Bevölkerung wurde unruhig und traf, von den Verschworenen aufgehetzt, Anstalten, in den Kreml einzudringen, um den Zaren zu schützen. Den Polen entgingen diese Umtriebe nicht. Sie versammelten sich in ihren Quartieren und verbrachten die Nacht vom 25. zum 26. Mai bewaffnet und alarmbereit. Ein Angriff erschien Schuiski aber jetzt noch zu gefährlich. Als am 26. Mai wieder Ruhe eingetreten zu sein schien, wurde der Alarmzustand, der auch für die Leibwächter des Kreml bestanden hatte, wieder aufgehoben. Schuiski schickte diese Leibwächter auf angeblichen Befehl des Zaren in ihre Quartiere. Während zuvor jeweils immer 100 Mann während der Nacht im Zarenpalast anwesend waren, verblieben in der kommenden Nacht nur etwa 25 von ihnen auf diesen Posten. Diese Wache war außerdem nur mit Prunkhellebarden ausgerüstet, die für einen ernsten Kampf völlig unbrauchbar waren. Beim ersten Morgengrauen des 27. Mai 1606 läuteten die Glocken der Kirchen des Kreml plötzlich Sturm. Die übrigen Kirchen Moskaus stimmten in dieses Geläut ein. Das Volk stürzte auf die Straßen und eilte, wie stets bei solchen Gelegenheiten, zum Roten Platz. Hier wartete Schuiski und die Verschworenen von etwa 200 Bewaffneten umgeben. »Rettet den Zaren!« rief Schuiski. »Die Polen bedrohen sein Leben!« Nun brach die lange verhaltene Wut der Russen gegen die Polen los. Die aufgebrachte Menge zog schreiend zum Kreml. Schuiski ritt mit einem hoch erhobenen Kreuz und gezogenem Säbel voran. Der Befehlshaber der Wache am Erlösertor gehörte zu den Verschworenen. Er ließ das Tor öffnen und die Volksmassen fluteten in den Kreml. Ein Teil der aufgehetzten Menge war, dem vorgefassten Plan der Verschworenen entsprechend, vor die Gefängnisse gezogen. Sie befreiten die Verbrecher, überfielen gemeinsam die Unterkünfte der Polen, die teils im Schlaf ermordet, teils im Kampf getötet wurden. Jetzt, bevor ich weiterlese, warum habe ich das mit so einer bestimmten Betonung gelesen, dass beim ersten Morgengrauen am 27. Mai 1606 die Leuten die Glocken der Kirchen im Kreml plötzlich Sturm läuteten und die übrigen Kirchen in Moskau stimmten in dieses Geläut ein und das Volk stürzte auf die Straßen? An was erinnert das? Die Sankt Bartholomäusnacht von 1572, wo gegen Mitternacht die Glocken Sturm läuteten und die Katholiken alle das Zeichen bekamen, um die Protestanten abzuschlachten. Wir sprechen hier über 34 Jahre später. Also, es ist nicht so von der Hand zu weisen,
dass hier dieselben Absprachen gemacht gewesen sind. Und so wie man in Frankreich dann die Hugenotten getötet hat, 70.000 in einer Nacht Minimum, und dann sprechen wir noch gar nicht darüber, was man noch im Laufe der nächsten Jahre alles umgebracht hat, geht es hier gegen die Polen. Hier geht es jetzt mal gegen die Katholiken. Bei der Bartholomäusnacht ging es durch Katholiken gegen die Protestanten. Aber die Ähnlichkeit finde ich zu verblüffend, als dass ich das nicht hätte probieren müssen, auch in der Ausdrucksweise des Lesens zum Ausdruck zu bringen. Der Autor fährt fort und sagt, Demetrius bewohnte das oberste Stockwerk seines Palastes. Als er durch das Geläut der Glocken geweckt wurde, vermutete er, es sei Feuer ausgebrochen. Er eilte auf die Galerie und traf dort Basmanow, der den furchtbaren Ernst der Lage sofort erkannt hatte. Er unterrichtete den Zaren in aller Eile über den Aufruhr, wo der Zar ja vorher noch gesagt hat, dass man die Warner verächtet. Der die Warner verächtlich Feiglinge nannte und dass er als tapferer, unerschrockener Mann diese Warnungen spöttisch zurückgewiesen hat. Ja? Dieser Demetrius eilte jetzt auf die Galerie, traf dort den Basmanow, der den furchtbaren Ernst der Lage sofort erkannt hatte. Also da ist nichts mit spöttisch irgendwas zurückweisen. Es ist wirklich bitter ernst. Er unterrichtete den Zaren in aller Eile über den Aufruhr. Panthenios hat diese dramatischen Vorgänge nach den vorliegenden zeitgenössischen Berichten zusammenfassend geschildert. Er schreibt, Zitat, Demetrius suchte vergeblich nach seinem Schwert, mit dem sein Schwertträger entflohen war, und eilte dann, gefolgt von Basmanow und einem halben Dutzend polnischer Pagen, in das Wachtzimmer der Leibwächter. »Ich bin kein Boris«, rief er dort, entriss einem der Leibwächter die Hellebarde und warf sich den anstürmenden Verschworenen entgegen. Da aber auf ihn gefeuert wurde, sah er ein, dass sich kein Widerstand leisten ließ, warf die zur Galerie führende Tür wieder zu, verriegelte sie und eilte dann zu Marina in sein Schlafzimmer, in dem sich mittlerweile die Hofmeisterin der Zaren und ihre Hofdamen eingefunden hatten. Demetrius rief Marina zu, sich zu verstecken, und eilte dann eine Treppe hinab in die untere Etage. Er suchte, zu den Strelitzen zu gelangen, die er für treu hielt und mit deren Hilfe er die Verschworenen besiegen zu können glaubte. Er durcheilte die Zimmerflucht und gelangte endlich in das Badezimmer, das auf den sogenannten Getreidehof hinausging. In diesem Hof befand sich ebenfalls eine kleine Wache der Strelitzen, und an der Wand des Palastes war hier für die geplante Illumination ein hohes Gerüst errichtet. An diesem Gerüst glaubte Demetrius, sich herablassen zu können. Er griff aber fehl, stürzte 40 Fuß tief herab und blieb mit gebrochenem Bein und einer schweren Kopfwunde bewusstlos liegen. Die Strelitzen, die gar nicht wissen konnten, was sie aus der Sache machen sollten, erkannten ihn und legten ihn zunächst auf den Fundamenten seines abgebrochenen Palastflügels, den früher Boris bewohnt hatte, nieder. Unterdessen wurde Basmanow von den Verschworenen ergriffen und ermordet. Als diese erfuhren, dass sich Demetrius bei den Strelitzen in jenem Hof befände, eilten sie dorthin und erklärten den Soldaten, der Zar sei ein Betrüger. Sie forderten unter Drohung seine Auslieferung, die dann erfolgte. Man trug den verwundeten Demetrius auf einer Bahre in ein Zimmer des Palastes. Unter schweren Misshandlungen forderten ihn die Verschworenen auf, seine wahre Herkunft zu bekennen. Demetrius antwortete immer nur, er sei der Sohn des Zaren Iwan. Als er auf seine Mutter verwies, schrie ihn Schuiski an, »Deine Mutter hat schon bekannt, dass du ein Betrüger bist!« Schließlich rief Gregor Walowjew, »Seht, wie ich diesen ketzerischen Hund von polnischen Gaukler die Absolution gebe!« Er tötete den falschen Demetrius durch einen Schuss ins Herz. Die Leichen des Demetrius und Basmanow schleifte man,
vom Johlen und Brüllen des Pöbels begleitet zum Roten Platz. Hier wurden die nackten Körper zur Schau gestellt. Der Pöbel ließ alle ihm eigene Rohheit an den Leichen aus und misshandelte sie in kannibalischer Weise. Erinnert ein wenig mit dem, was mit Mussolini passierte, ne? Die Weiber begingen dabei greuliche Schamlosigkeiten. Um beim Volk die abergläubische Vorstellung zu verbreiten, Demetrius habe mit Dämonen im Bunde gestanden und sei ein gottloser Zauberer gewesen, steckte man der Leiche eine Flöte in den Mund und befestigte eine der Masken auf dem Leib, die zu dem für den Abend geplanten Maskenball angeschafft worden waren. Die Russen hatten noch nie eine solche Maske gesehen, und auf diese Weise wurde die Absicht erreicht, Demetrius in den Augen des Volkes zu verteufeln. Ja, nachdem die Leiche bereits begraben war, grub man sie aus Aberglauben wieder aus, verbrannte sie und schoss die mit Schießpulver vermischte Asche mittels einer Kanone gen Westen in die Luft, in der Richtung, aus der Demetrius gekommen war. Die Zarin Marina entging dem Tode dadurch, dass sie sich nach einem misslungenen Fluchtversuch in ihrem Schlafzimmer unter dem weiten Rock ihrer sehr beliebten Haushofmeisterin versteckte. Sie wurde dann am nächsten Tag, nachdem dem Morden Einhalt geboten war, von den Bajuwaren geschützt und später nach Polen abgeschoben. Viele der polnischen Damen wurden von dem Pöbel vergewaltigt und getötet. Die Polen, deren man habhaft werden konnte, wurden ausgeplündert und hingemordet. Die von Demetrius von Krakau herbeigerufenen Kaufleute verloren dabei ihren gesamten Besitz. Ein deutscher Kaufmann, der diesen Tag in Moskau erlebte, schrieb in einem Bericht, Zitat, »Dieser Tag war schrecklich. Das Schreien der Menschen war entsetzlich. Die Glocken läuteten ununterbrochen und des Mordens war kein Ende, so dass ich in großer Angst war. Zumal, als ich bemerkte, dass sie das Nachbarhaus, wo Peter Basmalow gewohnt hatte, in Brand steckten. Ich konnte nichts anderes erwarten. Fasste schließlich Mut, stieg zu Pferde und schlug mich im Vertrauen auf Gott, gefolgt von drei Dienern, durch die Menge, um von einem der Bajuwaren eine Schutzwache zu erbitten, damit ich nicht in meinem Hause ermordet würde. Ich begegnete so vielen Leuten mit bluttriefenden Säbeln, dass ich ganz erschüttert war und umkehren wollte, was mein sicherer Tod gewesen wäre. Aber Gott ließ mich zwei städtischen Justizbeamten begegnen, die mich erkannten und mir einen ihrer Leute als Schutz mitgaben. Mit diesen kehrte ich in meine Wohnung zurück. Ende Zitat. Ein Flugblatt des Jahres 1607 ist betitelt »Wahrhaftiger und glaubwürdiger Bericht von der moskowitischen Bluthochzeit von Paul Zelensky«. Ende Zitat. Paul Zelensky. Ich kann mich nicht verkneifen dabei an diesen, ich weiß seinen Vornamen nicht mal, Zelensky aus der Ukraine im Augenblick zu denken. Diese Betitelung entspricht und erfolgte zweifellos im Gedenken an die Pariser Bluthochzeit, ach nee, der Bartholomäusnacht vom 24. August 1572. Was hatte ich vor wenigen Minuten gesagt, woran mich das Glockenläuten und das dann Aufstehen der Russen gegen die Katholiken erinnert? Dort mordeten aufgehetzte Katholiken andersgläubige Hugenotten. Jedenfalls kann man, wenn man den religiösen Hintergrund, die dunklen Mächte in beiden Fällen für sich betrachtet, mit den Worten des Lucretius sagen, Tantum religio potuit suadre malorum. Religion, wie manches Unheil kannst du stiften. Am 29. Mai 1606 wurde Schuiski, der Urheber und Leiter des Aufstandes, von der überrumpelten Bojaren-Duma zum Zaren gewählt. Er hatte sein Ziel erreicht. Vorher noch beinahe hingerichtet, erinnert ihr euch? Wird er jetzt zum Zaren gewählt. Selbstverständlich suchten Schuiski und seine Anhänger ihr Verhalten dem Volke gegenüber zu rechtfertigen. Sie hatten ja alle den falschen Demetrius zuvor als legitimen Zaren anerkannt und für den Sohn Iwans IV. Ausgegeben.
Auf diese Weise entstand dann jene ausführliche, aus 10 Punkten bestehende, zwischen Anführungszeichen amtliche Klageschrift gegen Demetrius, deren nach dem Bedürfnis gestalteter Inhalt in die neuere Zeit kritiklos als historisch verlässlich angesehen wurde. In dieser Schrift wurde die irreführende Behauptung aufgestellt, der falsche Demetrius und der entlaufene Mönch Gregor Otrepjew seien identisch gewesen. Dagegen sind andere Behauptungen, Demetrius habe mit dem Papst zusammengearbeitet, um Russland zu katholisieren und versprochen, russisches Gebiet an Polen abzutreten, richtig. Weitere Punkte betreffen persönliche Handlungen wie Verschwendung, Wollust, Vergewaltigung und so weiter, Handlungen, die auch bei anderen rechtmäßigen Zaren, zumal bei dem russischerseits beliebten und verehrten Ivan IV., in viel größerem Umfang und schrecklicherer Weise verübt wurden. Ungeklärt bleibt indessen die Frage, wer der falsche Demetrius gewesen ist und ob er selbst geglaubt hat, der Sohn Ivans IV. Gewesen zu sein. Der russische Dichter Puschkin lässt in seinem dramatischen Gedicht Boris Godunow oder der Pseudo-Demetrius in einer Szene zwischen Marina und Demetrius diesen gestehen, er sei nicht der Sohn des Zaren Ivan, sondern ein entlaufener Mönch. Puschkin folgte mit dieser Version der amtlichen Darstellung der Schuiski, welcher die damaligen russischen Historiker ebenfalls noch eine absolute Beweiskraft zusprechen zu müssen glaubten. Hinter dieser Meinungsbildung stand vermutlich der Wille der Zaren aus dem Hause Romanow, deren Vorfahre und Vater des ersten Zaren aus jenem Hause, der Metropolit Filaret Romanow, bei allen diesen Ereignissen eine etwas zweifelhafte Rolle gespielt hat. Nun finde ich das ein sehr interessantes Kapitel, aber es geht noch 2,5 Seiten weiter. Und das finde ich zu viel, um jetzt noch an die Lesung heranzufügen. Deswegen werden wir diese Lesung für heute unterbrechen und werden uns ein wenig besinnen darauf, wie wichtig das war, was wir heute gelesen haben, wie deutlich wir an der Bibel messen können, wie es mit der Wahrheit gestellt ist und wie die Dinge in der Welt bereits vorher in der Bibel beschrieben wurden. Und wir sehen auch, wie die Dinge sich hier innerhalb von 34 Jahren wiederholen. Die Bartholomäusnacht 1572 und dann diese Abschlachtung des Demetrius 1606. Nicht allzu weit entfernt. Und komischerweise hatten sowohl in Frankreich als auch hier in Russland die Jesuiten ihre Hände im Spiel. Welch ein Zufall. Wie hieß es doch noch? Die dunklen Mächte im Hintergrund? Ja? Damals wie heute. Kein Unterschied. Es sind dieselben Mächte, es ist dieselbe Dunkelheit, die aus dem Hintergrund diese Dinge steuert. Damals wie heute. Heute haben wir den Ukraine-Krieg. Heute haben wir in Israel den Palästinenserkonflikt. Heute haben wir alle möglichen Konflikte über der Welt. Aber jedes Mal, und das müssen wir uns als bibelgläubige Christen bewusst machen, jedes Mal stecken dunkle Mächte im Hintergrund dahinter. Die dunklen Mächte im Hintergrund, die in der Bibel bereits erwähnt werden, in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen hohe Mächte oder gegen dunkle Mächte aus hohen Regionen und so weiter. Und dass wir uns ganz klar davon bewusst werden, dass eben diese dunklen Mächte im Hintergrund vom Teufel gesteuert sind. Von dem weltlichen Herrscher, von dem Herrscher dieser Weltzeit, von den Puppen des Antichristen. Damals wie heute. Und wir müssen immer probieren, alles in dieser Welt an der Bibel zu messen. Ihr seht, wie das hier in dieser Lesung funktioniert hat und ihr seht, wie das auch heute in der Welt funktioniert. Ich meine, vor einigen Sendungen habe ich doch die Lesung gemacht, wo die G7 da in Italien zusammengekommen sind und in welchem Prunk
mit 28 Villen und 36 Luxus-Suiten oder Apartments oder was auch immer, die da untergebracht wurden und alle mit ihrem eigenen Flugzeug anreisen und uns predigen sie Klimaveränderung und leben da in Saus und Braus und Prunk, der auch nicht viel anders ist als der Punkt, den wir hier bei dem Marsch der Marine auf Moskau erlebt haben, bei dem Feste, das die Zaren wird, die Hochzeit des Zaren. Und natürlich muss man dann mit dem Ausgang Parallelen ziehen zu der Bluthochzeit in Frankreich, die Pariser Bluthochzeit in der Bartholomäusnacht. Das sollte hoffentlich zumindest einem jedem deutlich geworden sein. Und eben auch die Wichtigkeit der Bibel nochmal deutlich machen. Damit möchte ich dann auch für heute abschließen. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen und lest eure Bibel. Shalom. Maranatha.